Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, you learned how to use the verb werden. In this lesson, you'll be learning what are indirekte Fragesätze and how to use them. We'll be doing a few examples, and in the end, there'll be a small exercise. You can download a free worksheet based on this video from our page on patreon.com. So, fangen wir an. Lektion 16. Indirekte Fragesätze. Was sind aber indirekte Fragesätze? Diese sind eigentlich Nebensätze, die höflicher wirken. Sie werden manchmal mit ob formuliert, wenn das eine Entscheidungsfrage ist, oder sie werden mit einem Fragewort formuliert, wenn das eine Ergänzungsfrage ist. Bevor wir in Detail gehen, hier sind ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, ob sie mich liebt. Eine direkte Frage wäre, liebt sie mich? Hier ist das nächste Beispiel. Er fragt, wann wir in Urlaub fahren. Nächstes Beispiel. Kannst du mir sagen, warum du böse bist? Indirekte Fragen bildet man, wenn man eine Frage wiederholt oder etwas höflicher formuliert. Jetzt lernen wir, wie das geht. Wir schauen uns zuerst Ergänzungsfragen an. Ergänzungsfragen sind W-Fragen. Diese Fragewörter beginnen mit W. Zum Beispiel wann, wo, woher, etc. Hier ist eine Frage. Wann kommst du? Man kann auch sagen, ich möchte wissen, wann du kommst. Die erste Frage ist eine direkte Frage und die zweite eine indirekte Frage. Die erste Frage steht in dem zweiten Satz als ein Nebensatz. Hier ist noch ein Beispiel. Welche Sprachen sprechen Sie? Oder man kann sagen, können Sie mir sagen, welche Sprachen Sie sprechen? In diesem Fall auch ist die erste Frage eine direkte Frage und die zweite eine indirekte Frage. Die direkte Frage steht in der indirekten Frage als ein Nebensatz. Hier ist noch eine Ergänzungsfrage. Warum bist du so traurig? Sag mir bitte, warum du so traurig bist? The first question is a direct question, whereas the second one is an indirect question. The direct question is being used as a Nebensatz in an indirect question. Das waren jetzt ein paar Ergänzungsfragen. Jetzt schauen wir uns Entscheidungsfragen an. Entscheidungsfragen sind eigentlich Ja-Nein-Fragen. Das heißt, wenn die Frage gestellt ist, die Antwort ist entweder Ja oder Nein. Hier ist das erste Beispiel. Haben Sie Kinder? Man kann diese Frage auch indirekt stellen. Wir wollten wissen, ob Sie Kinder haben. Haben Sie Kinder? Ist eine direkte Frage. Die Antwort ist Ja, ich habe Kinder oder Nein, ich habe keine Kinder. Bei so einer Frage steht kein W-Wort. Deshalb benutzt man in der indirekten Frage die Konjunktion ob. Hier ist die nächste Frage. Kannst du Deutsch sprechen? Man antwortet mit Ja oder Nein. Die indirekte Frage ist, ich möchte wissen, ob du Deutsch sprechen kannst. Weil das eine indirekte Frage ist, benutzt man ob als die Konjunktion. Die direkte Frage steht als Nebensatz in der indirekten Frage. Wir können uns gern noch ein Beispiel anschauen. Gehst du gern ins Kino? This is a Ja-Nein-Frage. Your answer will be either Ja or Nein. Ich möchte fragen,
ob du gern ins Kino gehst. Since the direct question is a ja-nein-Frage, it does not have a we-wort. Hence, when you make an indirect question out of it, you will have to use the conjunction ob. Now let's analyze how to make these sentences. Ich möchte wissen, wann du kommst. Ich möchte wissen ist der Hauptsatz. Wann du kommst ist der Nebensatz. Das W-Wort wann funktioniert als Konjunktion. Das Verb steht am Ende. Zwischen beiden Sätzen steht ein Komma. Wenn du wiederholen willst, was Nebensätze sind, kannst du Lektion 3 dir nochmal anschauen. Link findest du unten. So, das war jetzt eine Ergänzungsfrage. Hier ist der nächste Satz. Wir wollten wissen, ob sie Kinder haben. Wir wollten wissen ist der Hauptsatz. Ob sie Kinder haben, ist der Nebensatz. Ob ist hier die Konjunktion. Das Verb steht am Ende. Zwischen Hauptsatz und Nebensatz steht ein Komma. Since indirekte Fragesätze are Nebensätze, there will be a comma between Hauptsatz and Nebensatz. The verb will be placed at the end of the Nebensatz. You will place the conjunction ob in case of Ja-Nein-Frage and you will place the W-Wort in case of other questions. Es ist auch wichtig zu wissen, welches Satzzeichen bei der indirekten Frage steht. Manchmal ist es ein Punkt und manchmal ein Fragezeichen. Hier ist eine direkte Frage. Wann kommt der Unterricht zu Ende? Wir haben hier zwei Beispiele für indirekte Fragen. Ich möchte gerne wissen, wann der Unterricht zu Ende kommt. Wenn der Hauptsatz ein ganz normaler Satz ist, dann endet der indirekte Fragesatz mit einem Punkt. Hier ist das zweite Beispiel. Weißt du, wann der Unterricht zu Ende kommt? Wenn der Hauptsatz eine Frage ist, dann endet der indirekte Fragesatz mit einem Fragezeichen. There are a set of few sentences that you could use as Hauptsatz. Bestimmte Wendungen. Hier ist noch eine direkte Frage. Wann hast du Zeit? Es gibt viele Möglichkeiten, eine indirekte Frage zu bilden. Du kannst sagen, ich möchte wissen oder ich wollte wissen, wann du Zeit hast. Kannst du mir sagen, wann du Zeit hast? In diesem Fall kommt am Ende ein Fragezeichen. In formellen Situationen würde man sagen, können Sie mir sagen oder könnten Sie mir sagen? Weitere Möglichkeiten sind, ich will wissen oder ich will fragen, wann du Zeit hast. Weißt du, wann du Zeit hast? Oder ich weiß nicht, wann du Zeit hast. Sag mir bitte, wann du Zeit hast. Oder er fragt, wann du Zeit hast. Weitere Möglichkeiten sind, mich interessiert, wann du Zeit hast. Oder ich habe gefragt, wann du Zeit hast. Es gibt viele andere Möglichkeiten, Hauptsätze zu bilden. Genauso kann man bei einer Ja-Nein-Frage formulieren. Kommst du mit? Du kannst sagen, ich möchte wissen, ob du mitkommst. Oder sag mir bitte, ob du mitkommst, etc. Now let's do a small exercise to see how much you have learned. Übung. Bitte bilde indirekte Fragesätze. Wir sehen zuerst zwei Beispiele. Wie viele Kinder haben Sie? Eine mögliche Antwort ist: Könnten Sie mir sagen, wie viele Kinder Sie haben? Zweites Beispiel: Hast du am Wochenende geschlafen? Das ist eine Ja-Nein-Frage. So eine mögliche Antwort ist: Ich habe gefragt, ob du am Wochenende geschlafen hast. Und hier sind drei Sätze für euch. Wann magst du die Hausaufgabe?
Nummer 2. Wo warst du im Urlaub? Und das letzte ist: Ist dein Auto teuer? You can write your answers in the comment section below. If you want to practice some more, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. Do click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!